Krieg, Inflation und jetzt auch noch ein Bankenbeben. Die Lage an den Kapitalmärkten ist und bleibt komplex. Daher wollen wir hier auf dem Fondskongress die Geschehnisse einordnen. Mit Fondsmanager Markus Sievers, er ist Geschäftsführer bei Apano. Schön, dass Sie da sind. Zunächst ein kurzer Blick zurück aufs gesamte erste Quartal. Wenngleich Sie sich wahrscheinlich auch eher auf den März konzentrieren wollen, oder? Ja, also sagen wir so, das erste Quartal ist insgesamt schwierig. Also überhaupt muss ich sagen, wir machen das ja nur auch schon 20 Jahre. Es ist wirklich eine schwierige Zeit, das alles richtig einzuschätzen. Wir sind eigentlich ganz gut ins Jahr gestartet. Also unsere These war ja, die Inflation kommt von den Spitzen zurück. Die Notenbank wird ein Zinsniveau Ende des ersten Quartals erreichen, was den Peak ist. Dann werden wir das in gewisser Weise halten und später geht es runter. Die Wirtschaft bleibt aber, das war für uns auch Grund, hoch investiert zu sein. Die Wirtschaft schlägt sich aber besser als eben gemeinhin erwartet beim Jahreswechsel. Dann kommen dazu ein paar technische Effekte. Letztes Jahr war schlecht. Das heißt, viele rechnen damit, dass das Jahr besser wird und dass wird eben sozusagen neues Jahr. Ja, frisches Geld. Das war auch erst so. Dann kam allerdings so Mitte Februar etwa, kamen Arbeitsmarktdaten aus den USA, die nicht nur gut waren, sondern die waren eine Sensation. Also 500.000 neu geschaffene Stellen. Und dann kam Angst auf, dass die Notenbank noch mehr die Zinsen, also weil die Notenbank will natürlich abwürgen, sie schaut auf den Arbeitsmarkt und dass eben noch höhere Zinsen kommen. Also kleines Beispiel, wir hatten vorher das Zinshoch in den USA bei 4,5 erwartet, also wie heißt jetzt der Markt, und dann waren wir zwischenzeitlich bei 6 und das drückt natürlich auf die Stimmung und dann kam in der Anmoderation war es ja schon ein bisschen das Thema Bankenkrise. Gut, sie ist eben mit viel Geld jetzt erstmal wieder beruhigt, das muss ich noch zeigen, ehrlich gesagt. Aber jetzt sind natürlich die Zinsen wieder ganz zurückgekommen, aber die Unsicherheit ist auch einfach wieder da. Das muss man einfach klar sagen, der Markt ist sehr nervös und ich finde so eine Besonderheit ist mir in diesem Quartal aufgefallen, wenn man beispielsweise der S&P, der ja knapp 4% im Plus ist aus Sicht eines Amerikaners, wenn man den Equal Weight nimmt, also den gleichgewichteten, dann haben wir schon ein Minus von 2,9. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn man einen kleinen Blick auf die Nasdaq wirft, dann sind die Big Techs, also die Apples dieser Welt, die eigentlich die Stimmung ausmachen und ein Plus sorgen. Und ohne die wären wir wahrscheinlich in den meisten Indizes im Minus seit Jahresanfang. Das war ja auch ganz erstaunlich. In der Tat, jetzt in Zeiten des Bankenbebens hat sich die Nasdaq ja vergleichsweise gut gehalten im Vergleich zum Gesamtmarkt. Schauen wir auf den Stimmungsindex von Apano. Was hat der denn für Signale gesendet in diesem Zeitraum? Ja, der hat ehrlich gesagt die Nervosität total dargestellt. Also wir haben wirklich hohe Sprünge gehabt. Wir waren am Anfang ja auch eben mit guter Stimmung ins Jahr gestartet. Dann kamen auch klare Signale, vor allen Dingen während der Bankenkrise, dass man doch ein bisschen Fuß vom Gas nimmt. Aus ganz aktueller Sicht war das vielleicht ein Stück zu viel vom Gas, weil eben diese schnelle Hilfe der Notenbanken, also auch da eine kurze Zahl mal eben, 160 Milliarden binnen mini kurzer Zeit, also binnen eines Tages, die quasi amerikanische Banken bei der Notenbank an Liquidität abgerufen haben, zeigen natürlich auch, da ist was. Ja. Ob das natürlich jetzt mit der Liquidität wieder im Griff ist, sei dahingestellt, aber da sind die klaren Auswirkungen der ja straffsten Notenbankpolitik sind eben dort zu erkennen. Ne. Wobei ich jetzt auch keine Bankenkrise herbeireden will. Aber man muss das Segment beachten. Das hat der Stimmungsindex getan. Jetzt ganz aktuell, also quasi Richtung Ende März sind wir wieder so, dass wir offensiv gewichtet sein dürfen, sind wir auch und wir profitieren eben von der aktuellen ja positiven Entwicklung an den Märkten. Aber ehrlich gesagt, Halbwertszeit von den Dingen ist gerade nicht so richtig lang. Mhm. Wie hat sich denn Ihr vermögensverwaltender Mischfonds Apano HI Strategie 1 in diesem sehr komplexen Umfeld geschlagen? Es war ja sehr volatil. So schnell wie es runterging, ging es ja auch teilweise wieder rauf. Ja, ich glaube, das haben wir gut gemacht. Also der ist sehr stabil. Wir sind mit sogenannten Discount-Strategien unterwegs, dominant und haben auch Gold zur Absicherung drin. Die haben viel Stabilität gebracht. Discount heißt, ich kaufe eigentlich ein Papier, einen Index, Eurostoxx, wie auch immer, mit ordentlichem Abschlag zum Markt. Und wenn dann erste Korrekturen kommen, verliert das Papier kaum, weil es einfach auf die Laufzeitende orientiert, dann seine Wertentwicklung im mittleren Bereich, also 4-5% ist da durchaus drin. Und das passt auch, glaube ich, gut in die Zeit, weil wir ein Stück nach vorne geschaut auch, erwarten wir, dass der Markt nicht nach oben wegfliegt, weil dafür gibt es auch zumindest aktuell keine Gründe. Aber wir sehen auch, dass der Markt gut unterfüttert ist. Also es wird auch nicht der nächste Crash steht jetzt nicht als Anzeichen schon vor der Tür. Also so eine volatile Seitwärtsbewegung und da sind solche Papiere sehr gut.
Und darf ich die Frage nach dem Apano Global Systematik stellen? Das ist ja ein reiner Aktienfonds, ne? Ja, ja, also wir waren da zweimal in Deckung. Einmal eben durch die Arbeitsmarktdaten und dann auch durch die Bankensituation. Da haben wir sind gut ins Jahr gestartet. Bis Mitte Februar waren wir ungefähr bei 2,5-3% plus. Haben dann jetzt auch im März einiges davon wieder abgegeben. Werden mit der aktuell, ganz jüngst aktuell guten Entwicklung, werden wir, denke ich mal, bei so einer plus 1, 1, sein. Also hochstabil auch. Aber wir konnten uns natürlich den Bewegungen, weil wir offensiv auch ins Jahr gestartet sind, nicht ganz entziehen. Sind aber da ganz zuversichtlich, dass wir jetzt mit einer aktuell 70% Gewichtung im Aktienmarkt, wir nehmen die Dynamik mit, sind aber auch nicht zu risikoreich, weil es eben doch ein paar Fallen im Markt gibt, die noch nicht ganz gut abzusehen sind. Sie haben vorhin es so oder so ähnlich formuliert, wie es kann jeden Tag alles passieren. Am Ende unserer Interviews sprechen wir immer über die kommenden 3 Monate. Trauen Sie sich das überhaupt zu angesichts der Marktlage? Ja, müssen wir ja. Ne? Nein, also ich sag mal, das aktuelle Bild ist eben, dass die Notenbanken stehen an ihrem Zinshoch. Also es werden ja noch kleine Minischritte erwartet, aber wir sind eben nahe dran. Das Zinshoch ist in der Erwartung ein Stück wieder zurückgekommen, wegen der Situation der Banken. Also einerseits fluten die Notenbanken mit Liquidität, andererseits ist das Zinshoch etwas niedriger als erwartet. Das sollte Stabilität reinbringen. Jetzt müssen wir nur an einer Stelle aufpassen, weil die Wirtschaft ist gleichzeitig auch stabil. Wenn die Inflationsdaten, die jetzt kommen, und da stehen ja jetzt auch wieder ganz jung, also in Kürze wieder neue an, wenn da negative Überraschungen wären, dann kommt nochmal Druck in den Markt. Auf der anderen Seite kann der Markt auch echt sich nach oben wegbewegen, wenn wir beispielsweise ganz aktuell heute Morgen Spanien mit deutlich unter den erwarten liegenden Inflationsdaten, wenn sowas in den USA käme, dann ja. Daran hängt jetzt viel, also abgesehen davon, dass ich natürlich alle Risikoparameter des Jahres noch aufzählen kann, dass die Ukraine sich nicht in die falsche Richtung bewegt, also quasi Eskalation, dass Iran etc., also es gibt ja eben ein paar Krisenherde, aber das mal abgesehen, ist unser Ausblick noch positiv. Mhm. Diese ganzen Parameter müssen Sie auch gar nicht schildern. Vielleicht dann doch noch eine Schlussfrage zur Schlussfrage, Herr Sievers, diesmal ausnahmsweise. Aus meiner Sicht sind die Märkte relativ stark, stabil. Wir sehen jetzt hier im Umfeld des Fondskongresses, damit wir auch eine zeitliche Einordnung natürlich schaffen, einen DAX um die 15.500, der strebt förmlich nach oben. Warum ist einfach jetzt wieder Liquidität da, weil die Notenbanken auch helfend angreifen? Ja, die Notenbanken haben jetzt einen Deckel auf die Bankenkrise gemacht, also zumindest das ist die Situation. Also da ist natürlich was, das hatte ich ja gesagt, das muss man einfach so sehen. Da werden Milliarden noch schlummern, die nicht abgeschrieben sind. Aber mit jedem Rückgang der Zinsen, des Zinsniveaus, schmälern sich natürlich auch diese Verluste und der Schmerz wird ein anderer. Also es wird jetzt ganz, ganz viel an der Inflation hängen, wie weit die Notenbanken im Grunde gegen die Wirtschaft noch Zinsen erhöhen müssen. Und dann kommt die Angst zurück oder käme die Angst zurück, muss man ja sagen, weil wir ja diesen Verzögerungseffekt wissen. Also wir wissen eben, eine Zinserhöhung schlägt ja nicht eine Woche später gleich in die Wirtschaft durch, sondern das dauert. Und ehrlich gesagt sind die Zinsen schon ganz schön angehoben worden, sowohl in Amerika als auch hier. Das hinterlässt Schäden. Man muss mit einer Rezession rechnen, aber eben keiner starken Rezession. Und da sind die Börsen die ganze Zeit schon eigentlich geneigt, über diese Phase hinwegzuschauen und das Geld zu investieren. Weil natürlich bei erwarteter höherer Inflation, ich sage jetzt mal Kerninflation 4-5%, damit kämen die Aktienmärkte klar, damit kommen die Unternehmen klar. Und genau da muss man sein Geld dann investieren, um eigentlich real einen positiven Ertrag zu generieren. Dann schauen wir mal, was im zweiten Quartal draus wird. Denn wir sehen uns sicherlich am Ende des zweiten Quartals und Anfang des dritten Quartals wieder. Markus Sievers, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja. Hier noch gute Gespräche auf dem Fondskongress. Ja, danke auch.